Mehrere tausend Bücher zum Suchen, Schmökern und natürlich zum Mitnehmen. Der Bücherflohmarkt in den Schweriner Höfen zog gerade kurz vor Weihnachten etliche Literaturinteressierte in den Brunnenhof. Das eine oder andere Schnäppchen für den Gabentisch war ganz sicher dabei. Organisiert wird der Bücherflohmarkt vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Schwerin. Der Förderverein wirbt derzeit für eine ganz besondere Aktion. Schafft es die Stadt Schwerin bis Weihnachten mindestens 100 Buchpaten für die Stadtbibliothek zu werben, wird der Freundeskreis 3 Klassensätze Bücher für den Einsatz an Schweriner Grundschulen erwerben. Infos dazu unter www.stadtbibliothek-schwerin.de.